auch wenn ich gleich aus dem Verkehr gezogen werde. Ich gehe mal über die Absperrung. Hey, Sie dürfen sich da nicht reinsetzen. Oh, hier ist es immer so massiv laut. Das ist so nervig, sage ich euch. Oh, es ist immer noch so fucking laut. Na, hallo, hallo. Willkommen zum Technikmuseum, Freunde der Flugzeuge und der Automobile. Speyer liegt in Rheinland-Pfalz. Neben den Oldtimern und Flugzeugen gibt's hier sogar eine Raumfahrtausstellung. Und da kommt auf einmal Hiroshi. Hallo Rocker und Freunde, ich habe eine Herausforderung für dich. Deine Aufgabe wird es sein, alle Personenkraftwagen in diesem Museum zu zählen. Es geht nur um PKWs, keine Lastwagen oder Traktoren. Gut, Junge. Das ist also Fahrzeug Nummer 1. Gleich zu Beginn begrüßt uns ein Lincoln Town Car der zweiten Generation als Stretch-Limousine. Vorgänger war übrigens der Lincoln Continental. Wow, wie geil ist das denn? Guck mal, ein Droide und der Yoda, der ist so cool, oder? Yoda. Gutes Museum. Immer im April gibt es in Amerika, Houston, Texas, eine Art Car Parade. Dieser fliegende Drache der Bel Air High School hat gewonnen. Als Basis diente eine amerikanische Limousine. Hinter mir seht ihr also einen Mini Cooper, normalerweise eigentlich von 1968 gebaut. Das ist eine Rallye-Version von 1994. Und das Besondere an diesen Mini Coopern ist ja, dass die super kleine Räder haben, wie ein Go-Kart sind. Kann man durch die Ecken heizen oder eine Ecke schneiden. Und das ist eine Version von 1994. Das Besondere daran an den Minis ist, der Motor ist quer eingebaut. Der Mini war offensichtlich auch für Touristentouren geeignet. Hier oben mit einem Aufbau. Ich weiß nicht, ob man sich dann so sicher fühlt in so einem Mini. Hätte ich so ein bisschen Angst, dass ich durchs Dach knalle. Hinter mir seht ihr einen Karmann Gear. Das ist eigentlich sowas wie ein VW Käfer im neuen Designergewand, also Gear designed. Von 1955 bis 1974 gebaut. Der hier hinter mir ist von 1964. Ich fand den immer schon ziemlich cool. Da ist also mal schon wieder ein Trabi 605. Die Rennpappe. Hier ein Porsche aus Stuttgart, Zuffenhausen. Ein Porsche 356C. Ja, 1964 gebaut, 75 PS. Richtig cool.
Hier seht ihr den klassischen 300er SL Mercedes Flügeltürer von 1954. Ja, fast 3 Liter Hubraum, 215 PS. Warum der so gebaut worden ist und nicht anders, habe ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt, in der Low Collection. Und zwar, da verlinke ich es euch. Also hier bei den 300er SLs, hinter mir ist wahrscheinlich 1,5 Millionen wert. Das ist eins der allerersten Modelle. Ein bisschen Kritik auch an Museen. Ich würde mich natürlich gern mal reinsetzen in so Luxuskarossen. Leider der Normalsterbliche, der kann weder es anfassen, noch sich reinsetzen, noch irgendwie auch den Duft genießen. Tja, vielleicht bin ich da einfach zu blauäugig, dass man mal so 5, 6 Autos mal auch haben müsste, wo man sich reinsetzen kann. Ich meine, was denkt ihr? Because of Vandalismus ist das höchstwahrscheinlich total unmöglich, aber ich finde es total schade. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Also während die Millionäre sich also 1955 dann den 300er SL gekauft haben, hat Otto Normalverbraucher sich eher hier sowas leisten können. Von BMW eine Isetta aus dem Jahr 1955 mit 12 PS. Mit 0,3 Liter Hubraum. So sieht das Teil also von innen aus. Ich meine, ihr seht, dass da ist. Da muss man schon mutig sein, mit so einem Ding 100 km/h zu fahren. Hier auch der Gebetsteppich drin. Also ich habe ja schon in meiner Corvette-Palette-Video von den ganzen Corvettes geredet. Ich verlinke es euch mal. Da ist es. Hier ein C1-Modell mit schon Doppelscheinwerfer, also 1962, 300 PS, 8 Zylinder. Der Hammer, oder? Genau, die letzte Überarbeitung der C1 hat also gebracht. Er ist jetzt länger, er ist breiter. Ja, mir gefällt es auch sehr, die Überarbeitung. Direkt daneben ein Cadillac DeVille. Ja, in Farbe dreckige Eierschale. Total toll. Das ist echt Kunst hier, oder? Wenn das nicht ein künstlerisch krasses Auto ist, dann weiß ich auch nicht. Wow. Und jetzt schon wieder der Lieblingsspruch, Cadillac DeVille, der passt in keine deutsche Garage. Jaguar E-Type natürlich auch richtig geil. So, das weltweit erste Steuergerät von 1970. Da hat also Bosch angefangen, ein in Großserie gefertigtes System einzubauen. Jettronic für die Benzineinspritzanlage. Ein Detroit Electric Model C. 1910 haben offensichtlich so eine Lampen ausgereicht. Ob man da Fernlicht mitkriegt. Das war ja dieses Auto, was kein Lenkrad hat, sondern das wird so mit so 2 Hebeln in Bewegung gesetzt. Wie man sich's vorstellen kann, hat natürlich diese Detroit Electric Firma hat natürlich erstmal mit so Kutschen, mit Pferdewagen angefangen. Oh, hier ist es immer so massiv laut. Das ist so nervig, sage ich euch. Ich war eigentlich schon immer ein Ford Capri Fan, Ford Capri 3 ist das hier. Ja, und zwar also Capri der dritten Serie von 1984. Und ja, ich finde den total toll. 2,3 Liter V6, 6 Zylinder. Und ja, über die Farbe könnte man jetzt streiten, aber ich finde ihn cool. Das ist so nervig.
so lustig. Überall stehen Schilder dran, ausgerechnet bei dem Auto steht nichts dran. Aber dafür habt ihr ja mich. Ist es eine Cola? Ist es eine Fanta? Nein, es ist eine Austin Haley Sprite. Ja, und zwar Mark 1. In England haben sie da das Froschauge zugesagt, Frog Eye. In Amerika haben sie es Käferauge genannt. Die lustige Sprite mit den Froschaugen hatte also nur ein Gewicht von 650 Kilo, hatte einen 0,95 Liter Motor und eigentlich ist es ein Frankenstein-Auto. Und schon wieder, ich könnte so kotzen. So, was ich eigentlich nur sagen wollte, das Ding also ein absolutes Frankenstein-Auto, während natürlich so Chassis von Austin ist, hat die Sprite die Lenkung und die Bremse von Morris Minor geklaut und Motor und Getriebe sind vom Austin A35 und ein richtiges zusammengeschustertes Auto, wo Teile wiederverwendet worden sind. Diese Version Mark 1 wurde also 1958 bis 61 gebaut und bis 71 gab es dann eben noch Mark 2, Mark 3 und es gibt keinen Vorgänger und auch keinen Nachfolger. Ein Metz Ford. Natürlich die obligatorische Orgel muss auch bei Speyer dabei sein. Wo ich dachte, es wäre so ein Ostding hier, so eine Rohbohr, ein Metz Ford FK1000, ein Mercedes 300D, eine Limousine, eins von 3000 gebauten Stück, so der letzte Adenauer Mercedes-Benz, eben jetzt hier in der Feuerwehrausführung und das war das Fahrzeug vom Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr aus Bockhorn, Oberbayern. Und von 1958 war es 3-Liter-Maschine, 160 PS, 6 Zylinder. Ich finde den richtig geil. Und ich finde auch geil, dass mal die beknackte Orgel aus ist. Ein massiver Benz DS25 mit Metz-Drehleiter. Hier ein Magirus KS15, der sieht auch mal richtig geil aus. Und die Orgel geht wieder an, natürlich. Oder? Vom Fraport ein Wasserwerfer. Zum Amphikar, da habe ich ja schon mal was gesagt. Und zwar im Sinsheim-Museum. Ich verlinke wieder, da könnt ihr das gucken, was ich dazu gesagt habe. Ergänzend dazu, das war vielleicht ein bisschen verwirrend, obendrauf, da hat das Amphikar so, seht ihr vielleicht, es sieht aus wie so ein silberner Scheinwerfer. Das braucht das Amphikar, um zugelassen zu werden im Schiffsverkehr. Das Ding hat 38 PS. Auf der Straße ungefähr 115 km/h schnell, aber zu Wasser nur 12 Kilometer. Und eine Schöpfung vom deutschen Hans Trippel, Vierzylinder, ein 1,1 Liter Motor. Und also das Fahrgefühl ist etwas schwammig. Man hat das Gefühl, das Auto schwimmt ein wenig. Hey, Sie dürfen sich da nicht reinsetzen. Ja, hier erinnere ich mich gerade daran, bei diesem 400, 850 Sportcoupé, dass ich ja noch Autos zählen muss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Und bei welcher Anzahl von Autos bist du jetzt? Auf jeden Fall schon mehr als bei 10. So. 31, 32, 33. Hey, ein Opel Olympia hier. 34, 35, 36, 37. 37. Ja. Oh, es ist immer noch so fucking laut. Ich bin jetzt nicht der größte Lok-Experte, aber schon geil. Ich suche ja immer noch den Ahrens. Oh, da ist er, der Ahrens Fox. Da ist er, da ist er, da ist er. Yes! Ein Ahrens Fox Feuerwehr-Löschfahrzeug. Die Firma wurde 1910 gegründet in Cincinnati, Ohio. Zunächst hatte die Firma sich spezialisiert auf so Pumpen und dann später, 1913, haben sie auch mal Pkw gebaut, aber ihren größten Erfolg hatte die Firma, die bis 1977 bestand, eben mit Feuerwehrlöschfahrzeugen, also sozusagen die Rolls-Royce der Feuerwehrlöschfahrzeuge. Der Ahrens Fox MK4, nur echt mit magischer Silberkugel. Gegründet eben die Firma von John Ahrens und Charles Fox. Offensichtlich vom Chicago Fire Department. Diese riesige Chromkugel, die liegt über der Pumpe und die Kugel hält Luft, so dass die Druckschwankungen in der Kolbenpumpe verringert werden. Auch wenn ich höchstwahrscheinlich gleich aus dem Verkehr gezogen werde. Ich gehe mal über die Absperrung. Hinter mir, das ist für mich so die klassische Feuerwehr, ein Mack-Pumper C75 von 1961. Ja, so kenne ich das. Sowas hatte ich mal als Spielzeug. Wow, noch ein Ahrens Fox, diesmal HT von 1948. Auch schon wieder 6 Liter Hubraum mit diesmal 350 PS, 6 Zylinder. Das Krasse ist, dass es bis in die 50er Jahre hinein das leistungsstärkste Feuerwehrfahrzeug der Welt war. Auch so ein kleines Kunstwerk. Wie immer mit der charakteristischen Silberkugel obendrauf. Das Fahrzeug wurde in Cincinnati gekauft, wo es jahrzehntelang im Einsatz war. Nach einer gründlichen Restaurierung ist es wieder funktionsfähig hergerichtet worden. Somit ist es das älteste restaurierte Fahrzeug der Firma Ahrens Fox. Von der Firma sagt man, es wird alles rot lackiert, was nicht verchromt werden kann. Renault Doppelphaeton, oder? Aus dem Jahr 1909 mit auch wahnsinnigen 20 PS und 4 Zylindern. Ja, da muss man auch selber hupen.
Ein Dreier BMW. Es ist vom Minister Manfred Wörner der Wagen. Der Herr Wörner war offensichtlich 1982 bis 1988 der Verteidigungsminister der Deutschen Bundesrepublik. Und der Wagen ist jetzt von 1981. Auch die Farbe mag gefallen. Also hinter mir sehen wir den BMW 3 Liter CSL. Habe ich euch ja schon erzählt im Pace Museum, dass der also seine größten Erfolge im Rennsport hatte. 1971 gab es den halt in verschiedenen Versionen, unter anderem in der Rennsportversion. Hier verlinke ich es euch auch nochmal. Und der hinter mir ist von 1972 und das Besondere daran ist, es ist tatsächlich ein Cabrio und davon wurden nur 8 Fahrzeuge gebaut. Ab Werk gab es den nicht als Cabrio und dann hat eine Wuppertaler Autofirma den umgebaut und der ist halt von einer Privatperson hier hinter mir aus der Sammlung. Wie gesagt, der ist mal richtig stark. Ein Miura Prototyp, es soll jedenfalls der Prototyp sein von 1966. 1967 ist der Lamborghini Miura in Serie gegangen. Nachfolger ist ja immer noch der Countach. Und ja, die Lackierung muss man mögen. Ja, ich finde sie so mitteltoll. 350 PS, 3,9 Liter Maschine, 12 Zylinder. Gibt es der eigentlich noch? Ich glaube nicht, oder? Colani war ein deutscher Designer und er hat auch einen Lastwagen designt, was dann später ein Werbeträger für die Firma Mediamarkt war. Wir stehen davor. Ich kenne das lustige Kugelgefährt hier mit diesem Kugelführerhaus. Kenne ich eigentlich nur so aus Kartenspielen. Hatte dann am Ende 500.000 Kilometer runter. Colani war ja bekannt für seine runden Formen, für seine biomorphen Formen. Sieht auch sehr eigenwillig aus, das Ding. Luigi Colani, der hatte auch Flugzeuge designt und natürlich viele PKWs. Sieht so ein bisschen aus wie aus einem Avatar-Film. Ich frage mich ja so ein bisschen, was das hier sein soll. Und hier steht halt Colani. Nissan President Leichenwagen. ...1984 V8 4,4 Liter Maschine. Oberklasse-Modell aus Japan. Ein Rechtslenker natürlich. Thank you.
Dann auch ein Phantom Nummer 1 von 1929. Ich meine, massiv groß, aber natürlich total luxuriös. Passt auch in keine deutsche Garage. Und ein Rolls-Royce 2025. Ein Phantom 3. Und ein ebenso krass massiver Rolls-Royce Silver Wraith. Guck dir die Größe an von dem Teil. Mann! Ah, das war wohl die Absperrung. Dann hat der Dan Kelly dann gesagt, lass doch mal durch Europa fahren und dann singen wir. Die Antwort fällt dann doch eher überraschend aus, wie viele PKWs es sind. Es sind